Publikum, neues Publikum, liebes Publikum. Ich glaube, die meisten von Ihnen sind neu im Haus. Das ist für uns natürlich eine Freude. Ich sehe, viele von Ihnen haben nicht einmal die Kopfhörer. Ich gehe davon aus, dass Sie auch Spanisch verstehen. Das heißt, der Prado will auf Spanisch reden, dafür haben wir zwei Dolmetscher, die Dolmetscherkabine, die für Sie die Worte auf Deutsch übertragen und auch Rudiger, falls es noch jemanden gibt, der nur Spanisch spricht. Ich sehe alle, dass Sie alle sitzen bleiben, das heißt, Sie sind richtig bedient. Also, vielen Dank, dass Sie heute wieder zu uns gekommen sind. Jörg Fugger ist mein Name, ich bin der Leiter des Hauses, der Institutsdiplomatie in München. Und zum dritten Mal in der Reihe haben wir jetzt eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Comic Festival in München. Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit bisher und wir sind auch sicher, dass es so weiterlaufen wird. Auch morgen und übermorgen haben wir jeweils die Veranstaltung hier bei uns. Herr Lüster, Herr Kompan, nochmals herzlichen Dank für diese tolle Kooperation. Wir hatten Dani Montero hier am Samstag, wir hatten natürlich die Eröffnung des Festivals am Mittwoch im Künstlerhaus und gestern die beiden FAZ-Reihe für Antonio Castillo. Heute haben wir auch einen Stargäste, darf ich sagen, des Comic Festivals für dieses Jahr, Miguel Ángel Prado. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Er wird heute eine wunderbare Präsentation seines Werkes hier auf die Wand projizieren und im Gespräch mit den beiden Leitern des Comic Festivals sein Werk erörtern. Anschließend machen wir eine kurze Pause um 6, um 18 Uhr, vielleicht mit 5 Minuten mehr oder weniger, läuft der Film von Miguel Ángel Prado. Dauert etwa 80 Minuten für diejenigen, die sich überlegen, ob sie noch bleiben. Ich bin mir sicher, dass noch ein paar extra für den Film kommen. Ich gebe jetzt das Wort gleich an die Protagonisten des Abends und freue mich mit Ihnen auf das Gespräch. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Wir sind ja noch fast am Mittag, würde ich fast sagen. Schön, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Wir sind natürlich mächtig stolz, dass wir jetzt hier mit Miguel Ángel Prado auf der Bühne sitzen. Auf Spanisch kann ich das gar nicht. Du hörst allenfalls dich im Ohr. Achso. Welcher Kanal ist jetzt, wenn ich das jetzt umwechseln möchte? Zwei ist für Spanier und drei für Deutsche. Ja, okay, dann muss ich schon mal wechseln. Was? Oh, zwei. Okay, ich habe zwei. Das kann man Spanisch sprechen. Ja, also schön, dass wir hier beieinander sind. Vor allem schön, dass Miguel Ángel Prado hier ist. Wir sind mächtig stolz, dass er dieses Jahr unser Festival besucht. Und vor allem freuen wir uns auch, dass das für uns so einer der Aufhänger war, Comic-Gastland Spanien als ein zentrales Thema des Festivals dieses Jahr zu wählen. Wir haben sehr viele, sehr schöne Themen dieses Jahr, aber besonders stolz sind wir eben auch unser Spanien-Thema. Wir freuen uns, dass Lanzer uns besucht, wir freuen uns, dass Juan Pablo Nero uns besucht, der morgen hier eben auch im Institut Cervantes wieder für ein Künstlergespräch zur Verfügung steht. Und wir sind natürlich auch sehr, sehr froh, dass wir in diesem Rahmen hier mit dem Institut Cervantes zusammenarbeiten können. Und wir haben es gerade beschrieben, das ist unser drittes Gespräch und die Zusammenarbeit ist einfach wunderbar. Es macht großen Spaß. Wir werden oft oder die Frage, die wir tatsächlich am häufigsten gestellt bekommen haben in der Vorbereitung zum Comic Festival, war: Kommt Miguel Ángel Prado wirklich? Und er ist auch schon einmal hier gewesen, bevor er jetzt wirklich kam. Er hat bei Hugendubel am Status einer Insignia-Aktion durchgeführt, aber wichtiger noch bei der zugehörigen Abendveranstaltung. Und zu dem Zwecke sind wir mit Herrn Prado in den Augustiner Biergarten gegangen und haben dort viel Spaß gehabt. Und Herr Prado hat auch viel Spaß gehabt an den großen Biergläsern, die man in Spanien nicht unbedingt in dieser Form kennt. Auch an dem Inhalt. An dem Inhalt natürlich auch. Und das hat sich daran niedergeschlagen, dass er auch eine sehr, sehr schöne Zeichnung gemacht hat, über die wir uns auch gerade sehr, sehr gefreut haben. War vor allen Dingen schön. Das ist eigentlich eine sehr gute und sehr zentrale Zeichnung, weil das letzte Mal, dass ich Miguel Ángel Prado gesehen habe, war das vor 20 Jahren ungefähr. Und dann habe ich 3 Stunden angestanden, um an Prado anzukommen. Ich stand damals mit meiner ersten Freundin an. Und als wir dann direkt vor Prado standen, war er sehr nett, sehr höflich, hat
eine wunderbare Zeichnung gemacht. Und als er mich gefragt hat, für wen soll ich das signieren, sagte dann meine Freundin dann damals, ja, für Simone und Michael. Und 4 Wochen später hat sie mich verlassen. Die Zeichnung war dann auch weg. Insofern war das schön, dass wir letztes Jahr dann wieder Prado treffen durften. Und als wir dann im Biergarten saßen, war meine Frau dabei. Und bei der ersten Zeichnung hat dann Prado gesagt, ja, und für wen das ist das? Und da habe ich schon noch eine Woche überlegt. Jetzt ist hier noch gar nicht da. Nee, die sammelt jetzt andere Zeichnungen. Ja. Dazu muss man sagen, also das ist auch jetzt bei unserem Festival eine der Hauptattraktionen, dass das Künstler, das Comic-Künstler aus aller Welt für die Fans dann wirklich Zeichnungen macht, individuelle Zeichnungen. Das ist wohl in keinem anderen Medium, in keiner anderen Kunstgattung so einfach und so schön und so unkompliziert möglich. Und das macht nur auch sehr, sehr viel Spaß, gerade wenn Sie jetzt hier sitzen, das ist ein Künstler aus dem ganzen Wundervoll, da sitzen auch Zeichner nebeneinander und an diversen Tischen auch noch welche. Und das ist ein einzelnes Gezeichnet, wenn man da jetzt geht. Das ist die absolute Comic-Pracht, die da ankommt. Aber wir sind natürlich trotzdem zu Ihnen gekommen. Genau, vor allem wollen wir ja jetzt auch noch ein bisschen weitergehen und den Mittelangst dann auch weiterreden lassen. Als wir dann immer noch mit den großen Biergläsern beschäftigt waren, hat Miguel Lanza uns erzählt, dass er der Leiter des zweitgrößten Festivals in Spanien war. Und das war für uns natürlich als neu gekürte Leiter des zweitgrößten Comic-Festivals in Deutschland Anlass, dass wir gesagt haben, da müssen wir mal hinfahren und uns das anschauen. Wir waren auch froh, dass Miguel Lanza uns eingeladen hat. Also insofern, so schlimm kann der Abend nicht gewesen sein mit uns. Oder vielleicht konnte er sich nicht mehr daran erinnern. Jedenfalls war das für uns ein fantastisches Festival, das wir da in La Coruña kennengelernt haben. Unheimlich familiär, ganz tolle Ausstellung. Und wir sind da eigentlich von der Pracht überwältigt worden. Ja, zur Ortslage noch, das ist Galizien. Wenn man das mit Z schreibt, dann liegt es in Polen. Wenn man es mit C schreibt, dann liegt es in La Coruña, etwas nördlich von Santiago de Compostela. Das ist der Zielort des Jakobsweges. Wir konnten dann auch vor Ort erfahren, dass die Menschen aus Galizien, denen ist es verboten, den Jakobsweg zu gehen. Ich von dir gehört, Mikro. Das ist richtig. Das ist kein Mensch, der mit dem Jakobsweg dort geht. Naja, und wir haben uns dann dort eingefunden und haben sehr viel Spaß gehabt. Und das ist das Plakat des Festivals. Eine der Hauptsehenswürdigkeiten von La Coruña ist ein Leuchtturm, der stammt aus der Römerzeit und der ist leicht schief, sieht so ein bisschen aus wie der schiefe Turm von Pisa. Und der ist auf vielen Plakaten, oder auf allen Plakaten ist das eigentlich eines der Motive. Das ist zum Beispiel ein Motiv, das Bonaldo gemacht hat für dieses Festival. Und da hat er alle möglichen, nahezu alle bekannten spanischen Comicfiguren in die typische Straßenbahn von La Coruña gesetzt. Und da haben auch die uns bekannten Figuren Clever und Smart sind hier an Bord. Und der ist auch wieder der Stand von Herrn Prado. Ein anderes sehr schönes Motiv, der Zeichner, der Name des Zeichners ist mir jetzt entfallen, aber es ist auch sehr, sehr lustig, dass da die ganzen großen Familien. Das passt da nicht. Das passt da nicht. Das ist die ganzen großen Familien. Das ist schon sehr gespannt. Das ist schon ein Motiv für dieses Jahr. Existiert da schon ein Motiv für dieses Jahr? Michael, gibt es schon ein Motiv für dieses Jahr? Klappt die Übersetzung? In quanto al cartel? Ein Plakatmotiv. Ein Plakatmotiv? The poster? El autor siempre tiene la libertad total para escoger el motivo con el que quiera realizar el cartel. Y la única condición es que el cartel, de alguna manera, en algún sitio, de alguna forma, tiene que incluir la torre de Hércules. Pero no tiene por qué estar en el motivo claro, ni ser el motivo principal de la imagen. Entonces, esa es la única pauta que se le da al autor o autora del cartel, que este año, de hecho, será la autora, Camille Jordi, que el año anterior estuvo invitada y tuvo su correspondiente exposición. Sí, hablamos ya sobre el festival, porque el festival tiene en estos momentos ya 14 años
esta es su 14ª edición y la idea con la que surgió fue una buena casualidad que juntó en una ciudad de provincias, La Coruña, pues es una ciudad de tamaño medio en España, somos alrededor de 250-270.000 habitantes y por tanto, por mi experiencia como autor de cómic y por tanto como invitado constante, ¿no?, de otros festivales, sabía que por lo general hay muchas más posibilidades de llevar adelante con éxito un evento de este tipo en una ciudad no demasiado grande que en una capital. Madrid ha intentado hacer un festival desde hace muchísimos años. Existe un festival que aparece, desaparece, pero nunca consigue la relevancia que sí tiene, por ejemplo, el de Barcelona. En el caso de Barcelona, es el más importante festival que hay en España, sin duda alguna, pero hay una explicación muy lógica, y es que la industria del cómic en España durante prácticamente pues, 40 años estuvo radicada en Barcelona, e incluso muchos de los autores que inicialmente pues, formaron el grupo no solo de autores de cómic infantil o humorístico que en España se concentró en las ediciones de la editorial Bruguera, pero incluso después los que ya a partir de los años 60 empezaron a abrir la panorámica del cómic en España, era gente también que vivía y estaba radicada en Barcelona. Por lo tanto, que el festival pudiese realizarse allí era lo más lógico. Pese a todo, los directores del festival siempre se lamentan que el esfuerzo que ellos hacen, un esfuerzo titánico, desmesurado, para llevar adelante el Festival de Barcelona, tiene un reflejo y una presencia en los medios mucho menor de la que proporcionalmente se podría esperar. Porque el mismo fin de semana que se celebra el Festival de Barcelona hay o un partido de fútbol del Barça con algún otro equipo, o una carrera de coches en el circuito de Montmeló, o una carrera de motos en el otro circuito, no recuerdo cómo se llama, o hay una ópera magnífica en el Liceo de Barcelona, al mismo tiempo hay una exposición de Gonchil en el Museo Picasso. Entonces, competir con toda esa oferta es durísimo. Por eso yo les otorgo con todo corazón a Einar y a Miguel mi más ferviente y cordial apoyo, porque, se lo he dicho ya a ellos, tendrán que luchar para llevar adelante el festival mucho más de lo que he tenido que luchar yo para poder llevarlo adelante en Florida. Ja, vielen Dank. Wir gucken uns jetzt mal einige Impressionen aus der Kolumbia an. Also nicht fotografiert, wir haben später an von den ganzen Veranstaltungen. Hier ist zum Beispiel einmal der Ausstellungsstück, der ist extra das Festival eingekleidet worden, mit Transparenten, mit Comicfiguren. Die ganze Stadt bestand aus Comicfiguren, die gibt es in Deutschland schon einmal, ja. Hellboy jetzt, der Joker. Die gibt es ja auch. Aber die würden sowas ja nicht anzünden. Nein, die würden gut, wir haben es leben lassen, da auch anzureisen. Und wenn man jetzt auch dann braucht, die Stadt München etwas getan, dann kann man für das Festival in München hilfreich erkennbar sind. Das ist nachher auch wieder geschlagen. Und wenn dann auch noch erkennbar ist, weil eigentlich schon gar nicht mehr da war, doch dazu später. Zeichner, der in den USA Karriere gemacht hat und für die sie unbarbar gearbeitet hat.
Jetzt komme ich wieder, weil ich schnell machen muss. Wieso nicht? Wir wollen jetzt mal, Mari hat sich neulich etwas geärgert über dieses Bild. Dann kann man das machen. Clever und smart. Ja, aber das geht zwar auch. Ja, stimmt. Das war eigentlich ganz gut. Aber wo schwer zu übersetzen. Ja, und wir machen hier eine große Weihnachtsmesse und dort gibt es richtig einen großen Open-Air-Comic-Markt. Das können wir uns bei der Wetterlage in München leider nicht erlauben. Und es war natürlich auch eine sehr, sehr schöne, luftige Veranstaltung dort. Ja, wie gesagt, dann der Ausflug von Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Ja, das war schon extrem beeindruckend, nach Santiago de Compostela zu kommen. Sicherlich gab es einen Vorteil, wir mussten nicht laufen, wurden den Bus abgeholt. Aber das war dann doch schon, also erstens habe ich da auch sehr viel über Religion gelernt. Und was halt tatsächlich hier wunderschön war, war einfach dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das ist eigentlich auch gerade die, dieses Festival auszeichnet, dass es sehr familiär ist. Die Künstler reisen mit Familie an. Und mir gelang es also wirklich ein ganz hervorragender Gastgeber, der sich halt sehr bemüht ist, die Leute auch als Gruppe zusammenzuhalten und dass man damit zusammenwächst. Und eines der Highlights halt eben dieses Ausflugs ist dann eben, dass man auch wirklich auf das Dach der Kathedrale kommt. Insofern war das ein bisschen unfair. Wir haben danach eine Dame getroffen, die ist, ich glaube, wie lange? 6 Wochen oder was? Die ist tatsächlich von Trier aus da gewandert und hat 6 Wochen gebraucht. 6 Wochen gebraucht, um nach Santiago zu kommen. Und dort zum ersten Mal in einem richtigen Bett wieder geschlafen. Also die 6 Wochen nach Santiago gekommen und stand vor der Kathedrale und wir sind eine halbe Stunde mit dem Bus gefahren und saßen oben drauf. Also da waren wir auch sehr, sehr glücklich. Sie waren nicht auf, trotz der Leitungsströme. Beeindruckendes Gefühl. Und spätestens hier haben wir dann eben die Eingebung gefunden. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben, aber. Gut, wir haben dann ja auch noch Plakate daraus gemacht. Ja, man macht das auf Comic Conventions, macht das auch, wenn das mit Schlümpfen fotografieren lassen, mit Schlief und Schlumpf. Ja, gut, und das hat uns dann auch inspiriert, zum einen, oder vielmehr aus dem Berliner Comic 2, Herrn Reiser inspiriert und zu diesem Motiv und uns sonst wieder dazu inspiriert, nicht halb München, aber große Teile Münchens mit diesem Motiv dicht zu plakatieren. Ja. Genau. Das kann eben, ja. Der Herr Reiser, genau, hat auch diese Oktoberfest-Gebrühe gestaltet für die Fischerwohnung und hat uns die auch als Gastgeschenk mitgegeben. Ja. Und im Gegenzug gesagt, die Lederhosen haben doch viel zur Erkennbarkeit beigetragen. Sind wir dann karikiert worden von Herrn Prado. Und da man schon lange abgereist wurde, die Lederhose bin ich doch irgendwie in Erinnerung geblieben. Ja. Michael, dich habe ich jetzt gar nicht dabei, also auch das, was meine Rüder schon gemacht. Ah ja, da haben wir noch schön gegessen, das hat ja auch gut geschmeckt. Genau. Es gab auch gleichzeitig diverse andere Festivals. Das klappt dort auch sehr, sehr gut miteinander. Also in Apollonia funktioniert es auch, wenn wir noch andere kulturelle Ereignisse sind. Und wir stellen es in München eigentlich auch fest. Ganz München ist voll mit kulturellen Veranstaltungen und trotzdem kommen auch Leute zum Comic-Festival. Das heißt, ihr könnt es da nicht machen. Irgendwann muss man das doch einfach mal machen. Ja, das war die Erfahrung. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, sonst kann ich das sind einfach, das sind Zeichnungen von dem ausgestellten Künstler, denn die Zeit ist schon etwas fortgeschritten.
Finnland, Dänemark, Süden, wo man einen Eindruck bekommt. Dann ist auch eine Ausstellung zum Thema der Totenkopf im Comic, dann das Piratenmeste Wort auch. Tja, und den Prado und den Idiom, welche Idiot hätten diese Zusammenstellung zu einem Stück Dario Matero, wird hier im Treppenhaus ausgestellt. Eigentlich wollten wir jetzt zu einem Abschluss werden. Michael ist auch. Ja. Wahrscheinlich in den Niederlanden gerade, das wieder mal durchchecken. Und dann kommt man ja nicht mehr. Tja, oh Gott, das ist für unser Abschlussbild. Ja, also vor zwei Tagen, als wir dann die Vernissage für das Festival hier bei uns im Wünschhaus hatten, hatten wir uns im Vorfeld vorgenommen, dass wir uns wirklich bei Michelangelo bedanken wollten. Erstens für die Gastfreundschaft, aber dann auch wirklich für die Unterstützung, die guten Ratschläge, die er uns gegeben hat, aber auch eben die Eindrücke, die wir dort sammeln konnten. Und auch wie er uns unterstützt hat, eben spanische Künstler für München zu gewinnen. Und als solches haben wir ihm angeboten, eine Partnerschaft mit unserem Festival zu führen. Und da waren wir erst im Überlegen, macht man das mit einer Urkunde. Auf der anderen Seite haben wir uns gedacht, so eine Urkunde, die landet auch schnell mal in der Schublade. Und als solches, nachdem Jan Reiser den Heiner und mich ja schon relativ gut drauf hatte, nachdem er die Plakate gemacht hat, haben wir uns gedacht, das wäre vielleicht schön, hier auch eine Verbindung mit Michelangelo zu finden. Und wir freuen uns natürlich, dass er den Michelangelo dann auch so schön hingebracht hat. Und nachdem unsere beiden Städte ja auch irgendwie von Türmen geprägt sind, finde ich, wächst das ja mit den schiefen Türmen dann auch so ganz gut zusammen. Schau mal zur Kapazität, was unter anderem auch in einer Seite von Dani Montero zu sehen. Und Dani Montero, den haben wir auch miteinander kennengelernt. Der hat uns schwer beeindruckt als Zeichner und als Mensch. Und im Treppenhaus des Institutes Cervantes könnt ihr auch eine sehr, sehr schöne Ausstellung sehen und arbeiten. Und Dani Montero auch miteinander. Das wäre die Koordination sogar. Und dann machen wir weiter. Bueno, lo primero de todo, agradecer tanto a Miguel como a Ena. No puedo decir apellido porque recuerdo, bueno, sé perfectamente que el director del festival es el señor Compa, pero el apellido de Ena, tengo que disculparme porque soy un desastre con los nombres. Olvido incluso el nombre de mis hijos por las mañanas cuando estoy delante de ellos. Así que espero que Ena lo comprenda y no se lo tome mal. Agradecerles primero su acogida cuando nos conocimos el año pasado, después su simpatía cuando nos visitaron durante el verano para conocer el Festival de Viñetas desde Atlántico en La Coruña y cuando tuvieron la amabilidad también de invitarme a participar en este festival en Múnich y ofrecerme la posibilidad, pues bueno, de mostrar una parte de mi trabajo y bueno, en la medida de mis posibilidades también de echarles una mano para poder llevar adelante esta primera edición de manera modestísima porque se limitó exclusivamente a unas estupendas y relajadísimas charlas contándoles pues más o menos las vicisitudes por las que yo había tenido que pasar en todas aquellas primeras ediciones del festival y bueno, después facilitar ciertos contactos que para mí fue un placer. Yo le auguro de verdad larga vida al Festival de Múnich porque creo que lo han hecho muy bien, han conseguido despertar el interés de los medios, que es fundamental, es una tragedia. Los directores de los institutos Cervantes lo saben, cualquier persona que esté al cargo
de un trabajo cultural, sabe que esa dependencia de los medios es una tiranía además incontrolable. Nunca sabemos qué es lo que le va a interesar a los medios. Y es absolutamente desmoralizador a veces. Hacer un trabajo muy profesional, hacer un trabajo con mucho entusiasmo, poniendo todo el énfasis posible en esa preparación, y después encontrarse con que no hay manera de dar a conocer ese evento a un público que tal vez estaría interesado y sería receptivo, porque no se consigue pasar el filtro de los medios de comunicación. Yo creo que el Salón de Múnich lo ha conseguido, por lo tanto, ya digo, le auguro una larga vida y estaré encantado en un futuro de poder volver algún día y encontrarme con un salón asentado y un salón donde ellos puedan pasar muchos menos nervios, que eso solo lo da pues la experiencia y las horas de vuelo. Mientras tanto, pues se pasa muy mal. Únicamente antes de hablaros de mi trabajo, pues invitaros. Es un largo camino, por supuesto, ya lo sé, pero bueno, el que se quiera animar durante el mes de agosto a visitar pues el norte de España, que no se parece nada al resto de España, no porque seamos muy originales, sino porque la idea que se tiene en general de España pues es la España del sol, la España del Mediterráneo, la España pues bueno, luminosa y colorida, y el norte de España pues es la España verde. Es un corredor que va desde los Pirineos, el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Es como una franja que alguien mojó la brocha en verde y pintó así un trazo sobre ese mapa que tiene una predominante ocre, pero que en esa franja del norte es claramente verde. Como dato, comentaban que las actividades al aire libre son complicadas en las ciudades que en Galicia son más fáciles. Tenemos una media de 8 meses de lluvia al año y el único mes en el que hay una mínima posibilidad de que no llueva durante 4 días seguidos es el mes de agosto. Fue una de las razones por las que escogimos el mes de agosto para celebrar el festival. Como dato simplemente, todas, absolutamente todas, sin excepción, las borrascas del Atlántico, cuando veis el mapa del tiempo en los noticieros de la televisión, todas esas borrascas pues pueden llegar del Atlántico cargadas de lluvias, y el primer punto que tocan en Europa es Galicia, y de todos el primero, La Coruña, que es una península que sobresale, con lo cual recibimos toda la lluvia que después descarga en Europa. Pero bueno, si llueve hay sitios donde refugiarse, donde probar la gastronomía gallega, rica en pescados y en mariscos, buenos vinos blancos, una actividad cultural interesante, y sobre todo, pues 7 días, nuestro festival dura 7 días, con una visión general del cómic internacional a través de una media de 14-15 exposiciones todos los años, pues algo más de 1000 originales exponemos cada año, con lo cual pues bueno, seréis desde luego muy bien recibidos. Y ahora, bueno, cuando me propusieron hacer una muestra de mis trabajos en este festival, es una de las peores proposiciones que se le pueden hacer, yo creo, a un autor de cómic, decirle una visión general de tu obra. Hombre, ahí las medallas no vienen dadas por la calidad, vienen dadas simplemente por los años de aguante, ¿no? Entonces, claro, cuando llevas casi 30 años haciendo un cómic, preparar una visión general de tu obra en 20 originales es complicado, es complicado. Y aunque te lo hayan pedido un montón de veces,
sigues cometiendo la tontería, porque en el fondo no hay nada que lo justifique, de cada vez que te lo piden, pensar de nuevo qué cosas puedes enseñar. E increíblemente también, dos meses después de que te hayan pedido lo mismo, por alguna extraña razón, cambias de idea y colocas páginas diferentes en esa selección. La ventaja que tienen los medios digitales es que con mucha más facilidad y manejando además los tiempos, puedes hacer un recorrido más amplio que el que se pueda dar a través de esos 21 originales que hay en la casa de los artistas. Pero desde luego, claro, no tendrá nunca la magia que tiene el original. Reconocer que yo como espectador me sigo emocionando cada vez que veo el original de un colega. Y hay pocas cosas que me resulten más fascinantes que estar en una mesa haciendo dedicatorias para el público, sentado al lado de otro artista y ver cómo de la nada aparece algo en esa hoja en blanco, en esa página del libro. Y Heiner hacía un comentario que entre nosotros es muy frecuente, y es que nos duele a veces, y como estamos así un poco en petit comité, voy a ser sincero, nos duele esa mezcla que se produce, que es muy agradable por un lado, de entusiasmo por parte del público, por parte de los lectores, pero al mismo tiempo casi la tiranía que se llega a establecer respecto del dibujo que esperan de nosotros. Cuando uno va a una inauguración o a una exposición de un pintor, uno se le ocurre pedirle que le pinte algo, alguien en el catálogo, como mucho se lo firma y llega. Un cantante, un poeta, un músico, un compositor, un arquitecto. Bien, nosotros lo hacemos porque en el fondo además ahí hay un componente de masoquismo que nos gusta. Es un gran placer para nosotros dibujar. Yo, es una teoría que tengo y a veces la digo en plan un poco de broma, pero hay algo de enfermedad, hay algo de psicosis. Cuando una persona que es normal, que tiene una configuración biológica correcta, que no tiene aparentemente ninguna tara, necesita compulsivamente estar dibujando de esa manera, algo falla. Tenemos la suerte de que hemos conseguido sublimarlos. Lo hemos convertido en nuestro modo de ganarnos la vida, en la forma de expresarnos. Pero si tenéis ocasión de convivir, es que es enfermizo. Llegamos a un restaurante que tenga manteles de papel y a los 15 minutos estamos todos haciendo garabatos en el mantel. Ayer con Dani Montero comentábamos, está lloviendo tal, y decía su mujer, sí, bueno, nosotros aprovecharemos antes de ir a firmar, iremos un rato por la habitación del hotel, que a Dani le apetecerá dibujar un rato. ¿A quién? Mr. Compa siente deseos a mitad de la tarde de revisar unos balances contables del banco en el que trabaja, o el señor cónsul le apetece. No, una persona normal no necesita todo eso, porque nosotros lo necesitamos. Pero también nos duele a veces esa especie de obligación en esa relación maravillosa que se establece entre el lector y el autor, ¿no? y el artista. Y estos días se ven ocasiones magníficas. El lector que llegue con su carpeta y sus libros y me pone el nombre delante del autor, igual es un libro, no sé, sobre la guerra de Cuba, y le dice, ¿le importaría hacerme un pato Donald? Pues a veces el autor dice, pues sí, no hay problema, e intenta hacer un pato Donald, pero te descoloco un poco, ¿no? Que se produzca
esa especie de inmediatez y de reacción automática de, bueno, estás allí para hacer dibujos. De todas formas, es una visión un poco cínica también, porque es uno de los mayores placeres que podemos tener los autores. En los festivales es una relación muy corta, muy intensa, pero hay momentos sublimes. Y yo que tengo una mala memoria y que me vayan los nombres y no consigo memorizar un teléfono, pero yo creo que podría enumerar como mínimo 20 ocasiones en las que me he sentido emocionado durante un festival haciendo una dedicatoria. Bueno, de alguna forma, como no voy a poder hacer una dedicatoria a todos los que estéis aquí, cuando la charla se acabe, pues sí querría dedicaros esta especie de repaso rápido que voy a intentar hacer a través de mi obra y que de alguna manera lleguéis a sentir que por un mecanismo extraño dentro de ese proceso enfermizo que se produce dentro de nuestras cabecitas, cada vez que hacemos una viñeta, de verdad, no es por ponernos folclóricos, pero os la estamos dedicando a cada uno de los lectores. No hay ningún autor que yo conozco, casi ninguno, que no sienta al mismo tiempo ese pavor, ese terror en el momento de estar dibujando, pensando, esto va a llegar a las manos de alguien, lo va a leer, o lo va a interpretar, le va a gustar o no le va a gustar, y ese sentimiento llega a ser a veces paralizador, ¿no?, para algunos autores. Este fue mi... Dios mío, qué rapidez. Un momento. Creo que está en automático, lo voy a cambiar. Este fue mi primer libro. Mi llegada al cómic fue muy tardía. Yo descubrí el cómic como un medio de expresión cuando ya tenía 20 años. Y por eso siento que tengo una cierta facilidad para entender y para comunicar de alguna manera con el lector potencial, con tantas personas que hay en nuestro entorno cultural occidental, pero bueno, tenemos que incluir también japoneses, que tienen también cultura del cómic y por tanto este tipo de lenguaje incorporado, pero que durante años y años y años y años, y me tengo que incluir, hemos tenido una idea preconcebida del cómic como un medio dedicado casi de manera exclusiva a los niños, a los más jóvenes y como mucho algunos hitos de la creación del cómic, Tintín, Asterix, pues bueno, como algo que originalmente se crea para los más jóvenes pero que llegan a tener una admiración también por parte de los adultos. Mi sorpresa fue cuando con 20 años ya digo, estando estudiando arquitectura en la universidad, un compañero que sabía de mis pasiones, que pintaba, yo escribía, participaba en publicaciones universitarias y llegó un día con un montón de revistas de cómic, en aquellos primeros años 80 en España, últimos 70, ¿no?, y me dijo, no comprendo cómo gustándote, como te gusta y te apasiona el dibujo, la pintura, la literatura, no te apasiona el cómic, que es la combinación perfecta de
en esos dos lenguajes. Mi idea del cómic era justo eso, Tintín, Asterix, Mortadelo y Filemón, lecturas que yo había hecho para personajes que había admirado, pero el lenguaje en sí no era un lenguaje que yo consideraba interesante para mí como un medio de expresión. Me llevé aquellas revistas para mi casa y en aquellas revistas descubrí gente pues, que se llamaba Moebius, Bilal, Muñoz y Sampaio, incluso pocos años después algún alemán, Matías Schultes, por supuesto descubrí Corto Maltés, Hugo Pratt, Milo Manara, y fue pues realmente como la caída del caballo de Pablo de Tarso, ¿no? Quedar cegado y comprender de una manera súbita que ese iba a ser mi lenguaje. Yo que me había iniciado y que me había formado en realidad pues, como pintor y que, digamos, de manera un poco así asimilada introducía todos los contenidos literarios a los que me llevaba pues eso, mi pasión como lector, de repente había descubierto para mí la fórmula ideal, un medio que me permitía escribir, pintar, dibujar, contar historias y que además me daba algo que inicialmente había quedado siempre fuera de mi alcance, que era la capacidad de secuenciar, es decir, de contar una historia en el tiempo. A mí eso me había obsesionado siempre, me obsesionaba en literatura, me obsesionaban de hecho los autores que eran capaces de manejar el tiempo, aquellos que eran capaces de ralentizarlo hasta extremos inconcebibles, Virginia Woolf, Proust. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible empezar a desarrollar un monólogo interior en la página 4 y cuando llegas al 85 estás en ese monólogo interior y no te has caído del libro? Esa capacidad de un autor para manejar de esa manera el tiempo es una capacidad casi divina. Y el cómic de repente me permitía manejar ese tiempo, pero ya no de una manera subjetiva dentro de cada cabeza, sino casi materialmente, en esa elipsis mágica que se produce entre viñeta y viñeta. Y después de ese flechazo, invertí un año en leer cómic, porque no había leído nunca, nada más allá de las lecturas que os comenté, y a entender la gramática, la sintaxis de este nuevo lenguaje. Y con el atrevimiento y la inconsciencia que se puede tener a los 20 años, 21 ya, pues hice 4 páginas, cogí una carpeta, me fui a Barcelona y me puse a visitar editores. Y de todos aquellos a los que visité, pues a uno le gustaron las muestras que le llevaba y me dijo, bueno, pues muy bien, vete haciendo cosas y mándamelas de vez en cuando. Y así fui publicando pues, mis primeras historietas sueltas de 4 páginas, 3 páginas, y al cabo, pues como de 3 o 4 de esas pequeñas historias, me propuso y me dijo, bueno, si te apetece proponerme una historia larga, estaría dispuesto a editarte. Pero no había opción. La revista en la que él estaba dispuesto a editarme era una revista de ciencia ficción, 1984, en claro honor a George Orwell. Por tanto, el proyecto que le podía proponer era o de ciencia ficción o de ciencia ficción. Bueno, no me cayó mal porque, entre otras lecturas, yo era lector de ciencia ficción. Siempre me gustó más la ciencia ficción europea que la norteamericana. He sido siempre admirador de Clark, de Solaris, de Stanislav Lem, me parece una obra maestra, Orwell, por supuesto, Huxley. Y entonces le propuso un proyecto un poco más amplio. Lo vio y me dijo,